Herzlich willkommen zu unserem Donnerstagabend-Web-Talk. Heute geht es um Führungsexzellenz und ich freue mich, dass ich den Florian Hochenrieder gewinnen konnte für dieses spannende Thema. Hi Flo, schön, dass du da bist und natürlich hallo an alle, die jetzt schon dabei sind, die im Chat sich auch schon gemeldet haben. Für alle Fragen zwischendurch könnt ihr immer wieder in den Chat schreiben. Die versuchen wir natürlich zwischendurch zu beantworten. Und ansonsten freuen wir uns auf einen spannenden und interaktiven und agilen und schlanken Vortrag von dir, Florian. Herzlich willkommen nochmal. Es geht um Führungsexzellenz. Ich stelle dich mal kurz vor. Du bist ja ein sehr hochgeschätzter Trainerkollege von mir und per se dieses Thema eigentlich dir wie auf den Leib geschrieben. Du bist aktuell prinzipal bei Staufen für das Thema Führungsexzellenz und hast aber langjährige Erfahrung in dem Bereich Führung. Du warst Führungskraft bei der Bundeswehr 12 Jahre, dann warst du bei Amazon im Bereich Führung auch nochmal und dann ich spicke jetzt hier mal kurz. Genau, du hast so viele Sachen gemacht. Du warst dann noch in der Beratung und bist jetzt eben bei Staufen und für das Thema Führungsexzellenz zuständig. Auf was vielleicht so ganz kurz können wir uns denn heute Abend freuen? Also ich habe ja schon so ein paar Buzzwords genannt. Führungsexzellenz. Es geht um Lean, um schlank. Ja, es geht um agil. Wenn du mal kurz ein, zwei Sätze umreißt, um was wir uns heute Abend freuen dürfen. Also erstmal vielen Dank für die freundliche Vorstellung, Christiane, und schönen guten Abend auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr auf den Web-Talk heute, weil das mein erster Web-Talk überhaupt ist, vorher Webinare, ja, und auch Live-Trainings natürlich, aber Web-Talk heute Premiere. Danke für die Chance, Christiane. Worauf wir uns freuen können, ist, dass ich ganz bewusst den Titel mit Buzzwords gestaltet habe in Absprache mit dir, dass wir dann aber hergehen und gerade diese Buzzwords aufklären und etwas dahinter blicken, weil einem die in der Industrie, in der Praxis und auf Kongressen und so weiter immer wieder begegnen. Und mich ist persönlich mittlerweile sogar etwas leicht positiv aufregt, dass dann oft wenig dahinter ist. Und deswegen schauen wir heute, dass wir da ein bisschen Licht hinter die Buzzwords bringen. Das heißt konkret, Thema ist heute exzellente Führung mit Wirkung durch schlanke Agilität. Und da stecken jetzt die Begriffe Exzellenz, Führung, Wirkung, Schlankheit im Sinne von Lean und Agilität drin. Und das sind so die 5, 6 Kernbegriffe, die eben in der Industrie und Wirtschaft rumgeistern, in verschiedensten Kontexten, also eigentlich fast in allen Kontexten. Und die sind nicht eindeutig definiert und mit der Praxis verknüpft. Und da schauen wir heute, dass wir das vielleicht ein bisschen positiv anstupsen und ändern. Super, dann gehen wir, du hast so eine kurze Präsentation auch für uns vorbereitet, die schauen wir uns jetzt mal an. Also hier haben wir schon eben das Thema exzellente Führung, Wirkung durch schlanke Agilität und schauen jetzt mal auf die erste Folie. Wow, der Adler. Kurz mal dazu exzellente Führung im Wandel, die richtigen Dinge auf die richtige Weise tun. Da steckt ja so ein bisschen dieses Effektivität- und Effizienzmodell dahinter. Wenn du kurz diese Folie mal beschreiben möchtest, auch gerade warum der Adler jetzt. Genau, also hier dieses richtige Dinge richtig tun, bezieht sich auf ein mittlerweile ja schon Jahrzehnte altes Zitat von Peter Drucker, wo es darum geht, Effektivität und Effizienz eigentlich voneinander abzugrenzen. Im Sinne von Effektivität ist, wenn ich die richtigen Dinge auf dem Schirm nehme, mich effektiv und effizient, wenn ich diese Dinge dann auch richtig mache. Und bei Exzellenz geht es um den Mix aus Effektivität und Effizienz. Und exzellente Führung zielt darauf, die richtigen Dinge auf die richtige Weise zu tun. Und deswegen habe ich den Adler ausgewählt hier beim ersten Bild, weil ich damals, wie ich zum ersten Mal nach 5, 6 Jahren selber führen, damals beim Militär, in die Ausbildung und Lehre gewechselt bin und damals die Führungskräfteausbildung für Offizieranwärter und Feldwebelanwärter bei der Armee verantwortet habe, da habe ich zum simplen Einstieg ins Thema immer dann auch durchaus körperlich vorgespielt und recht dynamisch das Thema Führung unterstrichen und gesagt, hey, genauso wie ein starker Adler nicht mit einem, egal wie stark ausgeprägten Flügel
durch die Landschaft fetzen kann. Der braucht zwei Flügel. So ist es auch bei einer Führungskraft, die Wirkung erzielen will. Die braucht zwei starke Flügel, nämlich ein Flügel der Effektivität mit dem Bewusstsein und der Wachheit, die richtigen Dinge auf den Schirm zu nehmen und sich zu fragen, hey, warum bin ich denn mit meinem Team unterwegs und was nehme ich auf den Schirm und vor allem was nicht? Und dem gegenüber, das ist der eine Flügel, der zweite Flügel, gut, wie gehen wir jetzt her, nachdem wir wissen, was für uns die richtigen Dinge, die uns zum Beispiel begleiten, unsere Vision zu erfüllen und unsere Mission zu leben, wie gehen wir jetzt her und machen diese richtigen Dinge auch auf die richtige Weise? Das ist der zweite Flügel. Und nur die Mischung, die macht es dann in der Praxis. Und beim Adler kommt noch dazu, dass der Adler im Sinne von seinem Adlerblick oben über der Gesamtlage schwebt und sich einen Überblick verschafft, Big Picture, und dann bei Bedarf aber auch rein ins Feld eintaucht, Probleme löst, in dem Fall seine Beute greift und dann aber wieder hochsteigt und wieder den Überblick zurückgewinnt. Also dieser Wechsel aus Big Picture und rein ins Detail und Probleme on the floor lösen, der spielt auch bei der Führung eine große Rolle im Sinne von richtige Dinge richtig tun. Und deswegen habe ich hier den Adler aufgrund der zwei starken Flügel und aufgrund dieses Wechsels der Perspektive ganz bewusst ausgewählt, um zu ganz simpel ins Führungsthema einzusteigen. Ha, okay. Also sehr spannend. Ich sehe gerade, dass so der ein oder andere noch nicht hören kann. Schaut einfach mal bei euch auf dem Rechner, ob der Lautsprecher an ist. Das ist ganz häufig, wenn wir dann externe Mikros haben oder so, dass der Lautsprecher eben nicht funktioniert. Also den Lautsprecherregler hochschieben, dann könnt ihr uns in der Regel auch hören. Bei vielen funktioniert es, wie ich gerade lese. Gut, der Adler als sehr schönes Bild und sich eben zu fragen, in erster Linie mal, also was mache ich? Die Effektivität ist mal das Wichtigere, höre ich jetzt so daraus. Und dann mir zu überlegen, wie mache ich denn was? Ja, und ist dann, wenn du sagst, das ist dieses Agile oder Schlanke, hat jetzt das Schlanke und Agile eher was mit der Effektivität oder eher was mit der Effizienz zu tun? Das spielt in beide Facetten, also in dem Sinne in beide Flügel mit rein und stützt die von unten oder kann so der tragende Wind unter den beiden Flügeln sein. Wenn man Schlankheit mal greift und sagt, da geht es um Lean Management und Lean Leadership, da steckt nämlich Schlank und Lean dahinter, dann kann man Lean als Denke oder als Philosophie recht simpel zusammenfassen, indem man sagt, bei Lean, bei Schlankheit geht es darum, ganz bewusst Wertschöpfung für eine bestimmte Zielgruppe, also für Stakeholder, für Kunden, für Nutzer zu fördern, zu optimieren und anzuregen, also Wertschöpfung. Und zum anderen dabei im Prozess der Wertschöpfung Step by Step by Step mit kleinen Schritten und auch mit kleinen Iterationen, da spielt Agilität schon auch bei Lean mit rein, die Verschwendung, die dabei noch gegeben ist, als Kehrseite, als genau die andere Seite der Medaille von Wertschöpfung, also alles, was keinen Wert direkt oder indirekt schafft, ist Verschwendung, die Step-by-Step iterativ zu minimieren. Das Zweite, also Wert hoch, Verschwendung runter. Und das Dritte, ganz, ganz wesentlich, Wertschätzung für die Menschen im Mittelpunkt und darauf Vertrauen, dass wenn ich den Menschen Selbstverantwortung gebe, wenn ich denen Themen anvertraue und wenn ich die entwickle, fordere und fördere, dass dann die Wertschöpfung auf Basis dieser Wertschätzung und des Respekts noch besser fruchtet und dann oft auch die essentiellen Verschwendungen leichter aus den Prozessen bereinigt werden können. Weil aus meiner Erfahrung raus, du hast vorher die Kontexte, in denen ich unterwegs war, angesprochen, aus meiner Erfahrung raus kommt sehr, sehr viel von den Menschen zurück im Hinblick auf, hey, da haben wir noch Verschwendung, das könnte man auf die und die Weise lösen, hey, darf ich das anpacken? Wenn man ihnen vertraut, wenn man sie respektiert und vor allem, wenn man ihnen Sinn gibt und auch psychologische Sicherheit, dass sie was riskieren dürfen, dass sie Fehler aufzeigen dürfen. Da haben wir wieder einen typischen agilen Aspekt, diese Risikobereitschaft und auch Fehlerkultur, die eben schon deutlich macht, wo Lean und Agil auch ein bisschen zusammenspielt. Okay, gut. Da haben wir jetzt ein anderes Thema auch schon wieder, dieses Thema Failure Culture angesprochen. Da könnte man einen eigenen
Drachen. Okay, schön. Gut, aber das, ich glaube, das ist jetzt schon so ein bisschen verstanden, auch dank des Adlers eben zu sehen, was brauche ich als exzellente Führungskraft eben. Ich brauche zwei Flügel und der eine besagt, ich schaue, dass ich in der Effektivität, also in den darin unterwegs bin, die richtigen Dinge zu tun, zu auch herauszufinden. Und dann geht es darum, wie mache ich das, also die besten Maßnahmen oder eben auch zu erkennen, was sind fehlerhafte Maßnahmen, schlechte Maßnahmen, verschwenderische Maßnahmen, wenn ich das jetzt nochmal zusammenfasse. Okay, gut, schauen wir weiter auf die nächste Folie. Spannend, wenn du hierzu zwei, drei Worte sagst zu dieser Folie. Also wir sind jetzt simpel eingestiegen mit dem Adlerbild. Ja. Yeah. Selber sehr, sehr gerne zum Einstieg nutze. Und das exzellente Führung, speziell in Zeiten des Wandels, wir sprechen ja oft von der VUCA-Welt, als volatile, unsichere, komplexe und von Ambiguität geprägte Umgebung. Exzellente Führung in dem Kontext auf tragfähige, konzeptionelle Beine zu stellen, haben wir hier jetzt mal ein Beispiel für ein Führungsmodell. Mhm. Exzellenter Führung. Und da, wenn wir in der Mitte beginnen, steht da was von wirksame Führung. Wirkung heißt wieder, genau wie wir es vorher schon gemeinsam erarbeitet haben, richtige Dinge richtig tun. Dabei abgrenzen, was mache ich denn nicht und auf welche Weise mache ich es denn nicht, weil ich dann, wenn ich diese Verschwendung bei der Auswahl des Fokus letztendlich weglasse, kann ich mich noch wirksamer auf die Filetstückchen, die ich eigentlich anpacken will, konzentrieren. Deswegen wirksame Führung hat ganz viel mit richtige Dinge richtig zu tun, das hängt zusammen. Und das kann man aus drei Sichtweisen angehen und auch in der Praxis handhaben, nämlich zum einen aus der eigenen Sicht als Führungskraft, Selbstführung, zum anderen in der Interaktion mit anderen, entweder in der Diade, also 1:1 mit dem direkten Mitarbeiter, beziehungsweise im Team, wenn es um Teamführung geht. Wie führe ich denn ein Team auf schlanke und oder agile Weise? Da kommen wir nachher noch ein bisschen dazu. Und der dritte Aspekt ist dann, wie führe ich denn die Organisation? Zum Beispiel, indem ich ganz bewusst mit einem Leitbild die Organisation auf dem Nordstern oder auf eine lukrative Vision ausrichte. Leitbild heißt ja Vision, Mission und Werte für die Organisation, um eine erste Orientierung zum Führen zu geben. Und dann zum Beispiel auch Organisationsführung durch Schaffung von den richtigen Strategien, Strukturen und Systemen aus ein bisschen härterer Sicht. Und natürlich die richtigen Mitarbeiter und Führungskräfte ins Boot holen, die richtig einzusetzen und richtig zu entwickeln, um auf die Weise neben den harten Strategien, Strukturen und Systemen auch eine adäquate Unternehmenskultur und Führungskultur zu entwickeln, was auch die Organisationsführung und dann darin die Teamführung und die Selbstführung noch besser ermöglicht. Okay. Ich höre jetzt aus dem, was du gerade gesagt hast, raus, dass Führen auch ganz viel bedeutet, Mitarbeiter zu entwickeln, Mitarbeiter weiterzubringen. Da sind wir ja bei den Skills, da sind wir beim Lernen und wir sprechen ja heutzutage auch ganz stark von der lernenden Organisation. Ist das auch so ein Teil von Agile, dass man sagt, wir als Organisation, als Unternehmen müssen wir permanent darauf achten, dass wir in so einer Art kontinuierlichem Verbesserungsprozess sind und permanent voneinander lernen und uns permanent weiterbilden. Ist das ja so? Mhm. Also ich freue mich sehr, dass du es ansprichst, weil es mich aus meiner Sicht ein besonders attraktiver Aspekt ist, der Agilität und schlankes Denken verknüpft. Da gibt es ein tolles Zitat vom Microsoft-CEO Satya, der sagt, in our times, don't be a know-it-all, be a learn-it-all. Ah, okay. Und das finde ich klasse, weil da, gerade wenn man seinen Hintergrund auch ein bisschen kennt und weiß, wie er Microsoft zum Beispiel führt, kommt da Lean und Agile zusammen. Und im Lean Denken, Agieren und Führen gibt es beispielsweise den Ansatz der sogenannten Katas. Das kennt man teilweise aus den Kampfkünsten und aus dem Kampfsport, dass es Formen gibt, um Dinge zu lernen und zu verinnerlichen, wo man bestimmte Abläufe immer wieder wiederholt und schärft. Und da gibt es im Lean-Management sogenannte Verbesserungskatas, um Dinge zu verbessern und im Prozess zu lernen, und Coaching-Katas, um das Personal
durch bestimmte Abläufe kontinuierlich weiterzuentwickeln, wo man dann durch bestimmte coachende Fragen beispielsweise nochmal verstärkt, hey, wo wollen wir denn insgesamt hin? Wo stehen wir denn jetzt? Was wäre denn da ein attraktives, realistisches Zwischenziel? Was steht uns dabei im Weg im Moment noch? Und wo dann würde man merken, dass wir diese erste kleine Barriere aus dem Weg geräumt haben? Das ist ein Coaching-Cutter-Beispiel. Und das gleiche Spiel haben wir im agilen Kontext, wo auch das Lernen im agilen Team absolut priorisiert wird. Was bei der Agilität noch expliziter unterstrichen wird, ist dieses ganz bewusste Verlernen, Umlernen und Entlernen, dass ich auch Dinge loslassen muss, um neue Dinge integrieren zu können. Und das ist im agilen Kontext ganz, ganz toll gelöst durch beispielsweise den sogenannten Retrospektive Stern oder Retrospective Star, wo man sich am Ende von einer agilen Iterationsschleife, wo man was schafft für einen Kunden oder Nutzer, oder am Ende von einzelnen Projektabschnitten gemeinsam im Team 5 Fragen stellt, idealerweise visuell unterstrichen. Ein typisches Element im agilen Kontext, dass ich es visualisiere, dass man zum Beispiel hergeht und 5 Fragen stellt. Hey Leute, was machen wir denn im nächsten Durchlauf mehr? Was machen wir weniger? Was machen wir genau gleich? Und was wagen wir vielleicht komplett neu, einfach mal auszuprobieren? Und was lassen wir ganz bewusst komplett weg? Und wenn man sich das alle paar Wochen am Ende von der Iteration oder von der Schleife oder vom Projektabschnitt fragt gemeinsam, dann wächst man, dann lernt man und dann wird man jeden Tag einen Tick besser. Und da spielt Lean und Agile wieder zusammen. Besser werden und kontinuierlich entwickeln. Cool. Ja, das, ich glaube jetzt, dank deiner Erklärungen auch, wird das Thema jetzt auch ein bisschen griffiger. Wir schauen jetzt gleich nochmal weiter deine nächste Folie an. Streben nach Exzellenz wird durch Lean gefördert. Ja, jetzt haben wir wieder das Wort Verschwendung. Was willst du damit sagen? Ne? Kriegt man einen besseren Durchblick, oder? Durch die Brille, wenn ich gucke. Alles schärfer, alles klarer. Genau, also ich habe das Bild ausgewählt, weil ein Element von vielen im Lean-Management sind die 5 S, wo ich ganz bewusst, um es simpel zu erklären, ganz bewusst hergehe und sage, mein Arbeitsplatz und meine Wirklichkeit, die halte ich sauber, wohl strukturiert, systematisiert und gehe daher und pflege mit Selbstdisziplin meine Wirklichkeit idealerweise immer so, dass ich Wert schöpfe und möglichst wenig Verschwendung habe. Wenn man jetzt hier auf den Tisch schaut, da sieht man es eben sehr, sehr lean aufgebaut. Da ist jetzt in dem Fall das Smartphone, der Rechner, die Brille und die Maus, was möglicherweise in dem Fall jetzt genau das ausreichende Material wäre, um zum Beispiel einen Blogartikel zu verfassen. Und da müssen nicht noch 5 Magazine rumliegen und 2 Bücher und eine Tüte Chips und 3, 4 andere Sachen, die eher die mentale Aufmerksamkeitsenergie weg vom eigentlichen Fokus binden würden. Und deswegen geht man Lean ganz bewusst her und hält seinen Arbeitsplatz, seine Prozesse, seine Systeme, seine Wirklichkeit möglichst verschwendungsfrei. Und strebt täglich danach, wieder ein bisschen mehr Verschwendung wegzulassen, um die Wertschöpfung und auch die Wertschätzung noch besser leben zu können. Und da sind hier die 5 Kernleitfragen aus dem Lean, wenn man so will, jetzt ein bisschen interpretiert auch, dass ich immer hergehe und sage, ich definiere erstmal den Wert aus Kundensicht. Was will ich denn eigentlich schaffen? Was will ich kreieren? Direkt. Was soll am Ende rauskommen? Wofür wäre der Kunde bereit zu bezahlen? Direkte Wertschöpfung. Dann gibt es noch die indirekte Wertschöpfung, zum Beispiel in indirekten Bereichen wie im Headquarter, Marketing, Sales, Entwicklung, die man unbedingt braucht, um die direkte Wertschöpfung zu ermöglichen. Also direkte Wertschöpfung, indirekte Wertschöpfung und alles andere ist theoretisch Verschwendung, die man Step by Step bereinigen könnte, um noch mehr Ressourcen und Fokus und Energie auf die eigentliche Wertschöpfung richten zu können. Und Lean-Organisationen machen das aus der Gewohnheit raus in die Richtung. Und gehen dazu her und visualisieren und machen greifbar, was sie für Wertströme haben. Deswegen ist der zweite Aspekt hier, wie gestaltet man denn momentan die Wertschöpfung? Wie ist denn der Prozess aufgebaut? Das wird dann visualisiert. Was sind da die indirekten und direkten Befähiger? Können wir das vielleicht, nachdem wir jetzt den Ist-Zustand visualisiert haben, noch einen Tick effektiver und effizienter machen? Da habe ich heute in der Früh erst bei LinkedIn was gepostet dazu. Das nennt man auch Blue Sky Approach. Dass ich sage, hey, was wäre denn jetzt so die ideale Wertschöpfung? Wie wird der ideale Wertstrom ausschauen,
wenn ich vielleicht nochmal neu ansetzen würde, was würde ich da bewusst weglassen? Wie wäre der Ideale gestrickt? Um dann vom Idealzustand, start with the end in mind, rückwärts zu planen, rückwärts zu optimieren und die Wertschöpfung optimal auszurichten. Mhm. Und dazu ist der entscheidende Faktor, den hast du vorher schon angedeutet, mit der Entwicklung und auch mit der Führung und der Förderung von den beteiligten Menschen. Nur wenn ich die abhole, wenn ich die motiviere, wenn ich mit denen gewinnend umgehe und rege kommuniziere, nur dann ist das, was ich jetzt gerade in den anderen Sätzen erläutert habe, möglich. Und nur dann bin ich auf dem richtigen Pfad zur Exzellenz und kann eine Exzellenzkultur schaffen. Jetzt habe ich nochmal, wenn ich diese vier Dinge auf diesem Bild sehe, eine Frage. Das wirkt ja sehr lean, sehr clean auch. Mhm. Was machen denn Menschen? Du hast ein bisschen erzählt, so wenn ich jetzt einen Artikel schreibe, dann wäre das der ideale Schreibtisch. Was machen Menschen, die so kreative Chaoten sind? Können die überhaupt lean? Können die clean? Die nicht clean können, können die dann überhaupt lean? Können die dann agile? Hier sitzt einer. Also ich wusste genau, so einer. Und mein Glück war, dass in den Kontexten, wo ich zum Glück meine professionelle Karriere pflegen konnte, dass ich da durch die Strukturen immer auch in Richtung Lean entwickelt wurde. Also ich musste auch erst reinfinden und durfte reinfinden, hat mir Spaß gemacht. Und mittlerweile gehe ich so her, beispielsweise wenn ich einen Blogartikel oder ein neues Buch verfasse, dass da für den Moment, da kommt eben auch das agile Element, das kreative Chaos, das durchaus da erlaubt ist, mit rein, wo man die zwei Themen eben auch verknüpfen kann. Das kommt da zum Tragen. Das kann man in einem agilen oder Lean Workshop durchaus zulassen, aus meiner Sicht, in meiner subjektiven Interpretation. Und ich habe sehr viele erfolgreiche Lean Leader gesehen, die mit agilen Ansätzen und mit erlaubtem kreativen Chaos temporär sehr gut ihre Ergebnisse nach vorne gebracht haben und eben Verschwendungen entdecken konnten, Wertschöpfung optimieren konnten. Und ich bin da, wie gesagt, das beste Beispiel. Wenn ich irgendwas schreibe, dann ist da für Momente, gerade wenn ich in eine kreative Phase gehe, durchaus möglich, dass da Sachen mal scheinbar wild strukturiert rumliegen, um bewusst in den kreativen, chaotischen Status vielleicht reinzukommen. Und da schaut danach aber der Arbeitsplatz wieder picobello aus. Okay. Und da spielen diese zwei Denken zusammen. In der reinen Lean-Organisation, noch heftiger in Lean Six Sigma-Organisationen, wäre das ein bisschen kritisch, möglicherweise. Wenn man agile Elemente zulässt, dann ist das erlaubt. Beispiel Amazon, die haben sogar ganz bewusst weltweit in allen Logistikzentren eine chaotische Lagerhaltung. Weil wenn man Chaos auf intelligente, also effektiv effiziente Weise pflegt und managt und im Griff hat, dann kann das durchaus auch ein Booster für Effektivität und Effizienz sein. Ich weiß nicht genau, ob ich bei Amazon eingestellt wurde, war eine der ersten Fragen beim ersten Telefonscreening die Rückfrage, ob ich wüsste, was chaotische Lagerhaltung sei, weil das einer von den entscheidenden Prinzipien dort ist. Glaubt man gar nicht. Okay. Und du hast gesagt, ja, das weiß ich, das habe ich in meinem Kleiderschrank. Ich hatte das zum Glück vom BWL-Studium noch auf dem Schirm, von daher haben wir das den Einstieg gerettet. Ich hätte bloß nicht vermutet, dass dort chaotische Lagerhaltung der Standard ist. Aber wie gesagt, sehr exzellent gemanagt. Was ist denn chaotische Lagerhaltung? Das ist ganz simpel erklärt, dass die Ware, so wie sie reinkommt, zu großen Teilen im Lager scheinbar chaotisch verteilt wird und auf der anderen Seite die Strukturen des Systems und so optimiert ist und die Mitarbeiter so gut trainiert und entwickelt sind, dass man dann durch optimierte Laufwege und auch IT-gestützt durch smarte Systeme die Ware locker leicht genau in der richtigen Reihenfolge findet. Und man verstößt nur gegen diese chaotische Lagerhaltung, beispielsweise bei Schnelldreherprodukten. Mhm. Wenn jetzt die PlayStation 5 rauskommt und ich weiß, hey, ich werde da innerhalb von wenigen Wochen Hunderttausende davon verkaufen, dann lagere ich das jetzt nicht chaotisch ein, sondern stelle das dann eben an strategisch und taktisch geschickten Punkten im Logistikzentrum hin, weil ich weiß, ich muss jetzt schnell verstoffwechseln. Also da weicht man ein bisschen ab, aber die Regel ist die chaotische Lagerhaltung. Ah, okay. Also vielen Dank für diesen kleinen Ausflug. Und dann schauen wir nochmal weiter. Weiter nochmal mit der Wertschöpfung ohne Verschwendung. Also hier haben wir einmal die Prozessexzellenz und die Führungsexzellenz. Genau, das ist typisch für Lean. Und die
aus meiner Sicht wirklich guten oder exzellenten Leader, die verknüpfen Prozessexzellenz mit Führungsexzellenz. Die Anfänger oder nicht so Erfahrenen, die machen das vielleicht nicht und schießen sich zu stark oder ausschließlich auf die Prozesse und Optimierung der reinen Prozesswertschöpfung ein. Was wir hier auf der linken Seite haben mit klassischen Lean-Prinzipien wie sauberer Prozessfluss, schönem Takt und im Rhythmus und Sog im Sinne von, ich steuere meinen Prozess von der Nachfrage her und produziere zum Beispiel nicht, wenn ich 20.000 Porsche Cayenne herstellen kann, 20.000 im Monat, auch wenn ich bloß 4.000 verkaufen kann, sondern Sog heißt, ich würde erstmal Forecasting machen, wie viel Porsche Cayenne kann ich denn zum Beispiel im Monat verkaufen, 4.000, und dann takte ich mir mit diesem Sog-Prinzip oder Pull-Prinzip die ganze Wertschöpfung rückwärts, so dass am Ende genau das rauskommt, was der Nutzer und der Kunde tatsächlich abnimmt. Das wäre Sog. Und das ist schon sehr wirksam. Und dazu kommt aber, speziell wenn es um anspruchsvolle Lean-Umgebungen und Lean-Transformation, also kontinuierliche Entwicklung geht, kommt Führungsexzellenz noch dazu, wo man sich ganz stark an Werten, an der Arbeit, am Mindset aller Beteiligten und ganz bewusst Verhalten zu Gewohnheiten werden lassen, orientiert und eben auch die Lean-Kultur pflegt und entwickelt. Amazon macht das aus meiner Sicht mustergültig als ein Beispiel. Es gibt aber viele andere Beispiele, wo Prozessexzellenz und Führungsexzellenz bewusst auf dem Schirm ist. Und deswegen ist unten nochmal die integrierende Definition dargestellt, dass eine Lean-Firma zum einen die Wertschöpfung optimiert und verbessert und zum anderen aber ganz bewusst auch die Wertschätzung und die Befähigung der Mitarbeiter und Führungskräfte mindestens gleichwertig ebenfalls fördert und fordert. Ich habe mal eine Frage aus der Praxis jetzt an dich. Ich bin in vielen unterschiedlichen Industrien und Firmen unterwegs, große internationale Firmen, aber auch deutsche Mittelständler geführt vom Eigentümer. Du hast jetzt immer von Amazon als Beispiel gesprochen, weil du selber da warst. Wie viel agile, schlanke Führung erlebst du tatsächlich? Ich weiß, du bist ja auch in anderen Unternehmen, nicht nur bei Amazon. Erlebst du so im durchschnittlichen, sag ich mal, deutschen mittelständischen Unternehmen? Ja, also sehr gute Frage, sehr spannende Frage. Jetzt bin ich natürlich ein bisschen vorgeprägt, weil ich natürlich die letzten Jahre als Unternehmensberater sowohl im deutschsprachigen Raum, jetzt Deutschland, Österreich, Schweiz und auch international, ja vor allem auch deswegen eingekauft und geholt wurde, um dort Lean und Agile reinzubringen. Von daher sind es schon Organisationen, die schon auf dem Pfad sind in der Regel. Es gibt Ausnahmen. Ich hatte mal eine Zwischenstation bei der Stadt München, haben wir auch drüber gesprochen, wo es mit relativ vom Scratchback oder von der grünen Wiese weg darum ging, auch agile Methoden reinzubringen. Und da konnte ich wunderbar experimentieren. Da ist sogar in dem bürokratischen, öffentlichen Kontext gut gelungen, agile Ansätze, auf die wir später noch kommen, reinzubringen. Im Mittelstand, um auf deine Frage einzugehen, im Mittelstand und bei kleinen, mittleren, größeren Unternehmen ist der Reifegrad sehr, sehr unterschiedlich. Also es gibt Firmen, wo silomäßig in einzelnen Bereichen schon agile Tribes und agile Teams unterwegs sind und sich in einzelnen Inseln agil aufstellen. Dann gibt es Beispiele, wo Abteilungen oder Hauptabteilungen sich agil aufstellen. Und dann gibt es Firmen, die insgesamt danach streben, sich als Firma an sich agil zu positionieren und zu entwickeln. Beispiel für eine sehr, sehr agile Firma, wo die ganze Organisation aus meiner Sicht agil ausgerichtet ist, ist WL Gore mit Sitz in Ottobrunn. Das ist ein Klassiker, die sind seit 20, 30 Jahren so also unterwegs. War für mich beeindruckend. Ich durfte da zum Glück mehrere Male erleben, wie dort geführt wird. Ganz, ganz spannend, und wie dort agile Projekte gestaltet werden. Das ist ein Beispiel, wo das ganze Unternehmen so tickt. BMW. Hatte ich jetzt heute Vormittag eine tolle Konversation mit Teammitgliedern aus unserem Agile Tribe hier bei Staufen. Und da gibt es ein Beispiel, war vom letzten Best Practice Day von uns, war BMW hier und hat darüber referiert, dass in einer Hauptabteilung mit 250 Mitarbeitern, also auch... Jetzt bist du irgendwie rausgeflogen. Gucken wir mal. Florian, jetzt höre ich dich gerade nicht. Keine Ahnung, was passiert ist. Ich schreibe mal in den Chat.
Schauen wir mal. Vielleicht gehst du einfach noch mal. Noch mal rein und noch mal raus. Schauen wir mal. So, wir gucken mal. Ja, jetzt kommt er vielleicht wieder rein. Klappt's jetzt? Jetzt bist du wieder da. Hi. So. Irgendwie warst du draußen. Okay, gut. Wir gehen einfach weiter. Wir waren bei Gore stehen geblieben, kurz dazu. Ja, das kann ich sagen. Gore war schon vor 20 Jahren Lean. Das war meine Firma direkt nach dem Studium. Da war ich 3 Jahre im internationalen Vertrieb. Ja, cool. Und kenne das Unternehmen ganz gut und bin da heute auch noch als Trainerin, genau. Wir schauen weiter. Eine Frage, kam das zweite Beispiel noch an mit BMW? Der BMW hattest du gesagt, ja. Also okay, diese Firma, die bei 250, genau, die Abteilung mit 250 Leuten, genau. Genau. Gut. Die Folie ist jetzt nur ein Beispiel, wer sich mit dem Lean-Thema ein bisschen mehr beschäftigen möchte oder zumindest mal die Grundprinzipien und Anwendungskontexte ganz kompakt zusammengefasst haben will, der kann sich hier das kostenlose Video mal anschauen. Und da ist es aus meiner Sicht ganz gut erklärt am Beispiel von einem Burgerladen. Also wirklich simples Beispiel, um die Grundprinzipien zu erläutern. Sehr gut. Ich schreibe mal in den Chat meine E-Mail-Adresse und wer möchte, kann mich dann anschreiben und dann schicke ich diese Präsentation auch an diejenigen zu als PDF. Dann habt ihr das nämlich alle auch. Wir schauen dabei weiter, während ich schreibe. Danke für das. Das ist auch immer eine sehr gute Anregung, wenn man sich danach nochmal was anschauen kann. Ich poste den Link mal, dann habt ihr das nämlich auch. Mhm. Dann füge ich den hier ein, dann haben wir den nämlich auch. Ja. Wunderbar. Gut, können wir aber schon weitergehen. Ja. Ich tippe es zwar ein. Hier ist das ist der deutsche Link. Das gibt es auf Englisch auch, aber das ist die deutsche Version. Mhm. Gut. Heißt, Agilität heißt wirken. Lernen haben wir wieder. Iterative Anpassung aus der Bewegung. Vielleicht kurz mal eins, was ist Iteration, falls es jemand nicht weiß? Also Iteration ist das Agieren in Schleifen, dass ich eben nicht sage, okay, ich komme von Punkt A, mein Ziel ist Punkt E, dazwischen habe ich Punkt B, C, D und wuff, zack, durch, ohne links und rechts, in einer Linie, straightforward von A bis E und fertig. Also so ein bisschen harte, klassische Führung oder im Projektmanagement-Kontext Wasserfall-Projektmanagement. Wenn ich sage, ich analysiere das Projekt, okay, Analyse beendet, jetzt plane ich, Planung beendet, jetzt setze ich um, Umsetzung beendet, jetzt kontrolliere ich, Kontrolle beendet, Projekt beendet. Übertrieben dargestellt. Mhm. Das wäre jetzt nicht iterativ. Iterativ heißt, dass ich mich in Schleifen nach vorne bewege und sogenannte Sprints definiere. Dass ich zum Beispiel sage, ich habe alle 2 Wochen, alle 4 Wochen eine Rückkopplung mit dem Nutzer, Kunden, Stakeholder, für den ich etwas schaffe und lerne aus diesem Feedback von dem, den es am Ende betrifft und passe mich aus der Bewegung raus iterativ an und wäre auf die Weise erstens in der Bewegung selber immer besser und kann das, was ich eigentlich schaffe und produziere, noch feiner justieren für den es am Ende betrifft. Ah, okay, gut, danke. Hier haben wir ja jetzt so diese 3 Schritte der, ja, im Prinzip des klassischen Arbeitens oder auch vielleicht des klassischen Führens hin zu einem Lean-Prinzip, hin zu einem agilen Prinzip. Wenn du jetzt so klassisch in einem Satz zusammenfassen würdest und sagst, was ist der Unterschied zwischen klassisch hin zu Lean und was ist wiederum dann noch die Stufe mehr zu agil? Wie beschreibst du das? Also kurz und knapp, klassisch ist sehr bewährte Arbeitsteilung, was ja funktioniert.
Trennung von Kopf- und Handarbeit, wie es hier steht, und durchaus auch schon erste Lean-Prinzipien, die hier in der klassischen Führung, im klassischen Management auftauchen. Fließfertigung, Prozesse und Effizienz als Aspekt. Bei der echten Lean-Struktur, bei echten Lean-Denken kommt dann ganz stark der Wertfokus dazu. Was wir jetzt in dem Kontext, wo ich aktuell unterwegs bin, bei Staufen über Wert hoch 3 definieren, weil es um Wertschätzung, Wertschöpfung und Wertsteigerung geht. Und da haben wir nämlich Wertschätzung, Motivation und Zufriedenheit von Kunden und Mitarbeitern, Wertschöpfung, Prozess, Effektivität und Effizienz mit Outcome, der für die eigentliche Zielgruppe, für den Endkunden genau passt, wertvoll ist. Und das dritte, Wertsteigerung, natürlich für die Anteilseigner und für die Unternehmer, dass dieser Dreiklang aus Wertschätzung, Wertschöpfung und Wertsteigerung sich für alle Beteiligten eben lohnt. Das oben drüber, Wertschöpfung oder Wertfokus. Und erste Prinzipien, die dabei auch eine Rolle spielen, da habe ich jetzt ein paar Beispiele reingeschrieben, ganz bewusste Mitarbeiterbefähigung, Managerbefähigung, um in Wertschöpfung und Wertschätzung denken und handeln zu können. Da sind wir dann wieder beim Lernen auch, ne? Lernen genau. In der Organisation. Mhm. Dann die Aspekte, die ich vorher schon genannt habe, mit Wertströmen visualisieren und Ist- und Sollzustände abgleichen, um Lücken schließen zu können. Das Ganze in Fluss bringen, sauber takten und dabei täglich danach streben, besser zu werden. Das ist typisch Lean. Was hier mit KVP-Kultur und Fehlerkultur steht, geht es um kontinuierliche Verbesserungsprozesse, wo ich aus der Praxis raus mir bewusst die Frage stelle, okay, wo haben wir Herausforderungen? Wo gibt es Risiken? Wo gibt es Fehler? Wie definieren wir die? Wie macht man die messbar? Was sind dabei die Ursachen? Welche davon sind die Kernursachen, die vielleicht nur 20% in der Summe ausmachen, aber 80% von der Wirkung am Ende ausmachen? Okay, wie packt man die jetzt an? Wie bauen wir da einen Plan, um die entsprechend zu hebeln oder zu bewegen? Und am Ende, check, hat es gepasst? Wurde man tatsächlich besser? Also so Problemlösungsschleifen und kontinuierliche Verbesserungsprozesse sind Teil der Lean-Kultur. Und dann haben wir noch agil hier. Und agil ist unten die Zusammenfassung in der Definition nochmal zusammengefasst, dass ein agiles Unternehmen Veränderungen frühzeitig erkennt, ganz bewusst sich darauf einlässt, sich bewusst permanent anzupassen und Anpassung als Chance und als Freude sieht und nicht als Stress oder Ärger und dabei ganz bewusst auf Teamspiel, auf Selbststeuerung, Selbstorganisation, auf Netzwerke, Collaboration setzt und Methoden wie beispielsweise Scrum, Kanban, Design Thinking nutzt, um Menschen zusammenzubringen, um es möglich zu machen, dass die gemeinsam auf tolle Ideen und Lösungen kommen, um Probleme zu lösen und das Ganze dann verknüpft mit Visualisierung beispielsweise und auch mit digitalen Methoden immer mehr, wo dann auch Digital Leadership und Digital Management mit reinspielt. Apps zum Beispiel. Nochmal eine Frage. Wir sind in so eine Zeit, in der viele Märkte das Kriseln anfangen, es gibt Gewinnwarnungen, Umsätze gehen zurück. Dass dadurch steigt auch so die Unsicherheit in Unternehmen und das spiegelt sich in jedem Mitarbeiter wieder. Wie befähige ich meine Mitarbeiter selbst, gerade also selbst zu arbeiten, selbstständig, Selbstverantwortung zu übernehmen, gerade in Zeiten, in denen es schwierig ist oder in denen große Unsicherheit herrscht? Wie schaffe ich das? Also erstmal, indem ich mich nicht erst dann, wenn es soweit ist, intensiv mit meinen Leuten beschäftige und interagiere, sondern es zum Teil meines Führungsstils mache, mit meinen Leuten zu interagieren, zu kommunizieren, zu motivieren, Widerstände aufzulösen, Konflikte anzusprechen, Konflikte zu lösen. Es geht schon los mit dem Führungsstil in Zeiten, wenn es noch nicht raucht oder wenn es uns gut geht, dass ich da schon in die richtige Richtung führe. Das geht bei einem selber los. Ich fühle mich selber richtig und auch im Team richtig, mit Respekt, mit Sinn, mit Wertschätzung. Da geht's los. Wenn dann so eine Krisensituation sich abzeichnet und aufkommt, geht es dann darum, wenn ich vorher eben auf Respekt, Vertrauen und Offenheit und Sinn setze, dann bewusst ein Gefühl der Dringlichkeit zu schaffen und sagen, hey Leute, jetzt kommt eine Lageänderung, Dinge verändern sich und wir können dem Wandel aber begegnen, wenn wir jetzt gemeinsam bestimmte Ziele verfolgen, bestimmte Dinge anpacken oder unsere Vision auf eine bestimmte Weise vielleicht anpassen. Gefühl der Dringlichkeit.
um dann zu schauen, okay, was habe ich denn im Team vielleicht für Synergieeffekte, wer kann denn was und wen kann ich denn an welcher Stelle wie und wie einbauen und auch wieder aus der Bewegung raus vielleicht weiterentwickeln, im Prozess coachen und wie kann ich die Stärken im Team verknüpfen, um dieser schwierigeren Situation trotzdem gewachsen zu sein. Und da hilft es, dass man eben auch wieder sich ganz bewusst mit den Leuten beschäftigt, Interaktion pflegt, mit den Menschen, die man führt, gemeinsam entweder die Unternehmensvision auf das jeweilige Team oder Abteilung, Bereich runterbricht, uns zu unserer Vision adaptiert, woran man sich anknüpfen kann und dann die Motivation, Kommunikation und Führung aufbauen kann, zum einen. Und zum anderen ganz bewusst darauf setzt, sich selbst und seine Leute, sein Team zu befähigen, mit Barrieren, mit Problemen, mit Veränderungen proaktiv umzugehen. Mhm. Und da kommt Personalentwicklung, Organisationsentwicklung ins Spiel, dass ich es wage zu sagen, hey, wir sind am Freitagnachmittag mal 4 Stunden nicht produktiv, sondern wir lernen gemeinsam, wie man mit Lean und agiler Methodik Probleme löst. Beispiel DMAIC Cycle, also DMAIC, ist ein Problemlösungszyklus aus dem Lean-Management und Six Sigma-Management, wo man eben gemeinsam als Team Probleme D definiert, M messbar macht, A analysiert, wo die Haupthebel liegen, I einen Implementierungsplan baut und C checkt, ob der Plan aufgeht. Und sowas muss man den Leuten natürlich erstmal wohlwollend, wertschätzend und mit Freude beibringen, um dann im Wandel und in der Krise, wenn Probleme und Herausforderungen auftreten, die mit adäquater Methodik gemeinsam zu lösen. Und diese Mischung aus Offenheit und Transparenz, Förderung und Entwicklung zum anderen und gleichzeitig Performance, Ziel- und Sinnorientierung, die macht es dann in der Praxis aus, aus meiner Sicht. Gut, schön. Wir sind schon Minute 42. Wir gucken auf die nächste Folie. Wir könnten stundenlang. Ah, hier hast du nochmal so eine Scrum-Folie. Genau, kann man sich auch nochmal angucken. Ist in der Präsentation drin. Ja, vielen Dank dafür. Scrum in 10 Minuten. Sicherlich. Ja, da habt ihr in 10 Minuten nochmal zusammengefasst, was denn, oder ein Beispiel von Scrum zusammengefasst, was denn agile Aspekte sind. Tolles Video, geht 8 Minuten, lohnt sich. Okay. Vorletzte Folie im Prinzip, die letzte ist noch deine Goodbye-Folie, Führung und Wert hoch 3. Du hast schon da Wert hoch 3 mit Wertschätzung und Wertschöpfung schon darauf angesprochen. Das sind jetzt so 10 Prinzipien im Prinzip nochmal alles zusammengefasst zu Lean und Agil. Genau, es ist schwierig, die 10 besten Aspekte von Lean und Agilität zusammenzufassen. Ich habe sie aus meiner subjektiven Sicht gemacht, um die Aspekte von Lean und Agile nochmal zu unterstreichen am Ende in den letzten 2 Minuten, die sich bei Führung besonders bemerkbar machen. Wert hoch 3 heißt, ich strebe als Führungskraft mit meinen Mitarbeitern, mit meinem Team nach Wertschätzung, Wertschöpfung, Wertsteigerung. Mhm. Dabei strebe ich nach kontinuierlicher Verbesserung, also immer ein Tick mehr Wertschöpfung, ein Tick weniger Verschwendung, ein Tick mehr Aktivierung, Entwicklung und Förderung der Leute. Bin dabei proaktiv und schaffe eine Struktur und eine Rahmenbedingung, wo auch meine Mitarbeiter mit Freude es wagen können und wollen, sich selber zu organisieren, sich selber zu führen, Probleme gemeinsam selber zu lösen. Lass dabei bewusst zu, dass die Menschen auch über die Silos hinweg, also cross-funktional, dass hier dieses X zusammenspielen, also nicht bloß die Marketingabteilung, die Salesabteilung, die Produktionsabteilung, sondern bewusst über die Grenzen hinweg. Ich mache Entwicklung von Einzelnen, von Teams, von der Organisation eine Gewohnheit, also ein Kulturbaustein. Ich konzentriere mich und denke vom Nutzer und vom Kunden her. Da haben wir im Lean Management die Voice of Customer, der ich zuhöre. Und da haben wir im Agile-Kontext die Personas des Kunden und den Customer Journey. Also in beiden Ansätzen taucht diese Nutzerzentrierung auf. Ich schaue, dass ich nicht nur Lean und Agile die Prozesse optimiere, Prozessexzellenz, sondern ganz bewusst auch die Führungskultur und die Führungskräfte und die Mitarbeiter in Richtung richtige Dinge richtig tun, aufbaue und entwickle. Ich richte mich an einer übergeordneten Vision, die vertikal und horizontal in der Organisation über definierte Ziele entfaltet wird aus, schärfe also den richtigen Fokus, schule die richtigen Tools und präge die richtigen Gewohnheiten in dem Sinne. Und schaff Freiheit. Wage Ergebnisoffenheit. Auch wenn ich vorher nicht weiß, was rauskommt, ich gebe den Leuten trotzdem den Spielraum und die Ressourcen, gebe aktiv Feedback, frag viel nach,
und orientiere mich am besten Beispielen. Gerade zu Lean und zu Agile gibt es tolle Beispiele über alle Branchen hinweg, in verschiedensten Nationen auch, von denen man wunderbar lernen kann. Beispiel Google, Beispiel Spotify. Und auch im deutschen Kontext gibt es bei Siemens, bei BMW, bei Bosch viele Bereiche, wo es mittlerweile auch schon sehr agil zugeht. Auch bei Audi, jetzt gerade auf der Bits and Pretzels, hat Audi toll dargestellt, wo sie schon agil agieren. Und die besten Beispiele sind gute Chancen, um da zu modellieren. Mhm. Gut, wir kommen jetzt im Prinzip zum Ende und haben, glaube ich, jetzt schon ein gutes Gefühl dafür bekommen, was so der Adler, um den ging es ja heute, ja, der Adler mitbringen soll, kann, wenn er exzellent führen möchte. Ja, du hast jetzt bis hier nochmal, ich sehe dich total fröhlich auf diesem Foto und ist genau so, wie ich dich kenne, Flo. Das heißt, all das, was du uns jetzt heute näher gebracht hast in diesen 45 Minuten, das ist auch was du selbst lebst, oder? Ja, 100%. Mhm. Also ich lebe das mit großer Freude und Leidenschaft, deswegen hier auch das Smiley-Smile-Pick. Und die beiden Bildchen habe ich eingefügt, weil halt wirklich gerade bei Lean und bei Agile die Praxis zählt. Wirklich raus ins Feld, wirklich mit den Menschen interagieren, Workshop-Methodik anwenden, Menschen aufschlauen, entwickeln, sich Zeit dafür nehmen. Und dann im Prozess gemeinsam besser werden. Das ist das, was letztendlich auch der gemeinsame Nenner ist und dazu beiträgt, den Fokus, die Werkzeuge und auch den persönlichen Habitus von sich und von anderen im Lean- und im Agile-Sinne zu schärfen. Lieber Flo, vielen, vielen Dank für deine Ausführungen. Vielen Dank für alle, die heute Abend zugehört haben. Und was ich jetzt auch von deiner letzten Folie gelernt habe, es braucht Zeit, zum Adler zu werden. Und es ist aber für jeden möglich und es geht eben darum, sich selbst aufzuschlauen, selbst dran zu bleiben, immer weiter zu lernen und die Leute um sich herum oder fertig weiterzubilden. Mhm. Flo, vielen lieben Dank und sehr schönen gerne, Abend meine an Freude. Alle. Danke, Christiane. Und dann hoffe ich, ja, vielen Dank, dass du dabei warst und ich hoffe, dass wir uns dann bei einem weiteren Web-Talk auch mal wieder sehr hören. Sehr bis dann. Bis dann, schönen Tschüss, Abend schönen an alle. Abend. Ciao, danke fürs Zuschauen. Ciao. Ciao.